herzlich willkommen hier bei Technikload, Ausgabe Nummer 39. Ich bin Jan Tissler. Und mein Name ist David Marzeski. Und wie ihr seht, sind wir heute mal woanders. Wir sind nämlich in der Adlershandel Werbeagentur. Die haben hier nicht ein Bluescreen, sondern ein Greenscreen installiert. Und wir dachten uns mal, wir klemmen uns mal dazu, nehmen mal mit einer anderen Kamera auf und gucken mal, ob wir Spaß haben. Genau. Ja? Einfach mal rausgehen. Und haben natürlich trotzdem hier jede Menge interessante Themen für euch hingeschleppt, ja, die wir euch dann jetzt hier gleich zeigen möchten. Und zwar können wir hier gleich, glaube ich, mal das erste Video zeigen. HTML5 ist ja eine Sache von gestern. HTML11 ist ja jetzt das neue. Genau, HTML11. Und die zeigen hier, was HTML11 alles kann. The wing tag is a new extremely useful feature in HTML11. The tag was developed as a part of the sensory experiences development trunk, whose aim was to create a new set of useful features aimed at mobile users. Ja, der WinTag. Einfach in HTML einbauen, ins iPhone, wenn das die Technologie unterstützt, und dann einfach Haare waschen und Haare föhnen. Haare föhnen, ja. Fertig. X-Ray-Tag gibt's auch und noch ganz, ganz viele weitere Dinge, die ihr euch anschauen könnt. Ne? Auf jeden Fall für euch was dabei. Ja, und wir haben noch mehr für Web-Developer. Und zwar die beliebten Infografiken. Es kann ja nie genug davon geben, irgendwie. Und einige davon haben wir euch auch schon gezeigt. Hier gibt es eine Sammlung mit 18 Stück bei Selbstständig im Netz. Und ja, es sind wieder ganz interessante Sachen dabei, wo man eben mehr rund um Web-Development und so weiter erfährt. Ja, also schön gemachte Infografiken. Ich habe immer so das Gefühl, dass die arbeitslos sind und haben nichts mehr zu arbeiten. Dass ja, ich weiß auch nicht. Infografiken, also, Infografiken ist ja so das neue große Ding. Ja, im Internet. Dann Parallax Scrolling wollen wir euch zeigen. Genau. Wir hatten sowas auch tatsächlich schon mal bei uns hier bei Technikload gezeigt. Wollen wir mal gleich ein Beispiel zeigen? Ja, gern. Und zwar ist gemeint, wenn du hier so eine Website hast und du scrollst jetzt runter und dann gibt es halt Teile der Website, die dann eben mitscrollen, andere nicht und genau, so weiter. Das halt unterschiedlichen Ebenen, ne? Genau, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist hier so ein Beispiel. Zeig nochmal ein anderes. Flasche halb voll oder halb leer? Genau. Das ist die Frage. Das hier ist auch sehr hübsch. Ja. Also es gibt auf dieser Seite, die wir euch zeigen, wirklich hervorragende Beispiele, wo ihr es mal durchklicken könnt. Auf jeden Fall sehr interessant zu machen. Genau, ja. 21 Stück haben wir hier zusammengetragen. Und ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten, hübsch anzuschauen. Ist es auf jeden Fall. Genau. Apropos hübsche Spielerei. Einmal noch was ganz Schönes. Endlich mal was Sinnvolles, oder? Textify, genau. Richtig sinnvoll. Ist nämlich bisher Diskrepanz zwischen Grafikern, die eher in Bildsprachen arbeiten wollten, und den Typografen, die mehr mit Text machen wollten. Hier trifft beides aufeinander. Hier kann man nämlich irgendwie ein Bild bei Textify hochladen und das wird dann mit Buchstaben neu gezeichnet. Je nachdem, was ihr für Parameter eingibt, kommt dann ein schönes Resultat bei raus. Richtig sinnvoll, um den Streit in Werbeagenturen zu vermeiden. Voll. Bin echt total überzeugt. Ja. Ich könnte außerdem den ganzen Tag draufklicken hier. Das ist so toll. Super. Und ein Kollege hat ja auch schon rausgefunden, wenn man das den Punkt als Zeichen nimmt und da ganz viele Zeichen einstellt, dann sieht es fast so aus wie das Original. Oh, das muss ich mal probieren. Mhm. Schauen wir uns mal an. Gut, switchen wir mal hier schnell im Browser. Ja, dann hatte ich mich ja letztens schon beschwert, dass ich zu Hause Probleme habe mit meinem iPad, dass ich die YouTube-Videos, die ich ja ab und zu mal ganz gerne schaue, nicht so schnell durchbrowsen kann. Und heute gibt es ein Indiz dafür. Ja, also es gibt, also so ganz klar ist mir das jetzt noch nicht. Also es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie die Telekom bremst irgendwie YouTube aus. Dann gibt es irgendwie einen Blogbeitrag von der Telekom, der sagt, nö, machen wir nicht. Das ist irgendwie ein allgemeines Problem und es gibt halt nur so und so viele Leitungen und das muss irgendwie erst ausgebaut werden. Also ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Genau, also es scheinen mehrere Kommentatoren unter einem Blogpost zu bestätigen, dass es dieses Problem gibt, dass YouTube, wenn man ein Telekom-Netz zu Hause hat, dass es eben langsam ist. Und die Telekom sagt auf diesem Blogbeitrag eben, so wie du eben gesagt hast, ja, also es ist langsam und wir wollen die dreifache Kapazität demnächst zur Verfügung stellen. Aber ob dahinter irgendwas steckt oder nicht, wie gesagt, wir müssen, glaube ich, abwarten. Ja, Verschwörungstheoretiker, ne, sagen natürlich, klar, die Telekom will Entertain-Pakete verkaufen, wenn nicht, dass die Leute hier kostenlos bei YouTube rumsurfen. Und dann brachten sie auch gleich wieder ins Gespräch diese Sache mit der Netzneutralität, so von wegen, ja, ja, aber solche Dienste, dann muss da halt mehr bezahlt werden. Das muss ausgebaut werden. Da muss YouTube eben dafür zahlen, dass sie schneller erreichbar sind. Ne? Weißt Bescheid. Ja. Alles klar. Zahlen wir alle dreifach und doppelt.
Unser nächstes Thema ist nicht Video, sondern das andere schöne Hobby, das man haben kann, nämlich Foto. Ja, Instagram. Genau. Den Dienst hast du mir ja vorhin gerade so schön erklärt. Wir können ja erstmal sagen, hier sieht man wohl irgendwie auch so die Macher, die waren hier gerade bei der TechCrunch Disrupt und die haben einen tollen Rekord. 10 Fotos pro Sekunde werden irgendwie mit Instagram gemacht. Das ist? Ja, Instagram ist eigentlich ein Fotoprogramm auf dem iPhone, ich glaube auch auf Android-Geräten, womit ihr einfach draufdrückt, setzt einen Filter drauf und das wird dann automatisch gepostet zu Twitter oder Facebook. Und es gibt so ein Mini-Social-Network, so ganz war uns das nicht klar, inwiefern, weil es ist nach außen hin nicht offen, aber wenn man die Instagram-App benutzt, dann kann man da kommentieren und Bilder liken. Inzwischen gibt es auch Desktop-Apps, weil die ist per API anzapfbar, so ähnlich wie Twitter. Die haben es am Anfang auch nur über die API gemacht. Wie gesagt, das ist die Geschichte hinter Instagram. Also möglichst schnell ein Foto machen und das auf alt trimmen im quadratisch praktischen Format. Und das kommt gut an. Also ich bin auch Nutzer, du hast den Sinn noch nicht so ganz raus. Ja, doch, jetzt, wo du es mir vorhin nochmal erklärt hast, habe ich auch gedacht, okay, ja, das ist es jetzt irgendwie, weil ich hatte jetzt eine andere App, die sowas Ähnliches macht, die aber halt nicht diese Möglichkeit hat, dass ich jetzt Kontakte hinzufüge und dann sehen kann, was haben die Kontakte jetzt gerade irgendwie hochgeladen und so, sondern das ist einfach so eine App, das ist Hipstamatic. Ja. Die macht halt auch so Oldschool-Effekte irgendwie auf die Bilder und dann kannst du es auch irgendwie weiterverwenden. Und es gibt halt ganz, ganz viel von diesen Sachen für iPhone, Android und so. Und da ist nämlich gerade der Kollege, da zeige ich euch mal den Artikel, der Sébastien Bonsé, unser lieber Kollege, der wird euch da ja, die Tipps nur so um die Ohren hauen. Genau, es gibt jetzt schon einen richtig umfangreichen Artikel und ist eine kleine Artikelserie. Genau. Hat das hier auch schon mal angekündigt. Ach ja, guck mal, hier hat auch ein goldiges Beispiel schon, ne? Das ist jetzt ein Foto, was nicht direkt mit dem iPhone produziert wurde, aber bearbeitet mit dem iPhone später. Ah ja. Aber er geht dann auch später und zeigt wirklich Fotos von Instagram. Da ist zum Beispiel auch ein Bild von mir dabei, wo ich halt so ein Auto fotografiert habe, wie toll dieser Typ halt parken konnte. Mhm. Und das ist halt symbolisch dafür. Also mit dem iPhone, das hat man immer dabei, kann man immer super schnell irgendwelche Fotos machen, einen Effekt drauf machen, sodass es eben richtig künstlerisch aussieht. Und das ist so die Geschichte, warum wir das iPhone, Instagram hin oder her ganz gerne nutzen, um zu fotografieren. Ja, ja. Ich hatte ja, als wir uns vorhin schon mal ein bisschen dazu ausgetauscht haben, habe ich schon gesagt, ich habe immer mal überlegt, kaufe ich mir jetzt mal wieder eine kompakte Digitalkamera, die ich so mitnehmen kann. Ich habe halt eine so ein bisschen größere, die hast du nicht immer so dabei. Und dann habe ich immer so geguckt, na, gebe ich jetzt 400, 500 Euro aus für die, die mir jetzt gefallen hätte. Ja. Und dachte, mache ich damit jetzt mehr als mit dem iPhone? Irgendwie ja dann doch nicht so oft. Und ich kann auf der Kamera eben keine Bilder bearbeiten, was eben Spaß macht mit diesen Apps. Und ich kann es nicht sofort zu Facebook hochladen, was für mich ein total wichtiges Feature ist. Ja. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, sehe was Lustiges, fotografiere es, lade es gleich ins Netz, zeige es den Leuten. Das kann ich alles mit so einer Digitalkamera nicht. Und bin ich sehr gespannt. Also da wird jetzt diese Artikelserie kommen mit Apps für iPhone, Android, auch Windows Phone 7. Genau. Wird sich der Kollege anschauen und dann noch ein paar Tipps geben, wie man denn mit so einem Smartphone gut aussehende Fotos macht. Denn die können natürlich nicht so viel wie eine richtige Kamera, aber die können schon ganz schön viel heutzutage. Ja, solltet ihr auf jeden Fall mal reinklicken auf t3n.de. Mhm. Apropos T3N, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Ja, denn wir haben liegt auch schon vor uns. Genau. Die neue Ausgabe ist da, T3N24. Wunderschön geworden, diesmal mit Social Media. Ja, Social Business. Social Business. Sieht's aus. Genau. Tolles Heft. Also alles, das Titelthema dreht sich halt alles rund um, was hat Social Media mit meinem Business zu tun, F-Commerce, also Facebook-Shops oder wie finde ich Influencer in der Social Media-Szene, die eben wichtig sind, um meine Werbebotschaft weiterzutragen oder wie begeister ich Fans und so weiter und so fort. Also zig Themen und natürlich auch viel mehr, also hier, wie man mit OnSwipe so einen WordPress-Blog aufs iPad bringt oder Cloud-Hosting. Genau. Ne? Wie wir auch sehen, wir haben ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, auch ein komplett neues Design. Das ist ja alles bei uns computergeneriert. Ja? Und trotzdem sieht es wunderschön aus, wie ich finde, inzwischen. Ja. Da haben wir uns also gibt's richtig in so einem schicken Höhe gegeben. Ne? Genau. Okay. Infos dazu auf t3n.de, Links aber auch bei uns auf Technikload. Und damit sind wir am Ende. Genau. Dann können wir euch eigentlich noch eine gute Woche wünschen. Wir werden uns gleich noch ein bisschen was Entspannendes angucken. Ja, genau. Nach dem Abspann, wie immer, wir können euch nicht enttäuschen. Da gibt es noch mal was Feines. Mhm. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst auf technikload.de, insbesondere natürlich auch auf YouTube und bei iTunes. Und wo immer ihr wollt. Wo immer ihr wollt. Nächste Woche. Wissen wir noch nicht genau. Wissen wir noch nicht, ob wir terminlich sind. Wird ein bisschen schwierig. So, ja. Mit Donnerstag frei, ich bin Mittwoch nicht da. Du, aber wir denken an euch und wir bringen schnell wieder eine neue Folge aus. Aber spätestens in 14 Tagen sind wir wieder da. Alles klar. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.
dachte, ja, so lässt geil, oh, ja. Ja, hier sehen wir einen Herrn Yati, der ist Synchronsprecher. Verstehen. Genau. Und er synchronisiert Pornofilme. Okay. Genau. Wir sehen jetzt keine schlüpfrigen Zähne. Nee, klar. Sieht er ja gerade. Ja, ich frage mich auch, wieso er als Synchronsprecher jetzt oberkörperfrei oder ganz, ich weiß es nicht. Vielleicht sich vielleicht reinfühlen in die Szene? Das könnte eine Maßnahme sein. Auf jeden Fall ist er auch Schweizer. Also das ist in der Schweiz aufgenommen. Das zeigt halt, wie die Schweizer. So ist es. So ist gut. Oh ja, Filme synchronisieren. Ja? Ist ja auch mal ganz interessant. Wir haben ja auch hinter die Kulissen geblickt. Ja, wir haben ja auch Zuschauer aus der Schweiz und aus Österreich. Mhm. Und für die mussten wir jetzt unbedingt auch mal was im Programm haben. Jetzt mal für die Schweizer. Heimatfilme. Die Österreicher fürchten sich auch schon vor dem, was wir machen. Genau. Also später in diesem Video geht es ja noch darum, dass er sich selber fast kaputt lacht über das, was er da macht. Logischerweise, ja. Und die diskutieren dann, ja, du sollst da, ich möchte jetzt keine Details nennen, sonst wären wir direkt aus iTunes wieder rausgeschmissen. Also du sollst da an die Stelle, und die diskutieren dann, nein, mach's doch lieber an einer anderen Stelle. Aber die machen es ja nicht wirklich. Er synchronisiert das Ganze. Also, wie wir sehen, richtig echt. Ja, also das ist der arme Kerl hier. Er freut sich auch. Schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr wollt. Ja. Vielleicht nicht gerade am Arbeitsplatz. Genau. Ha! Spritzt jetzt auf die Tinte! Ja, also Synchronsprecher habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht ist es bei dem ja auch einfach genauso warm wie hier jetzt gerade. Mit den ganzen Lampen. Mit den ganzen Lampen und er muss ja auch gut ausgeleuchtet sein als Synchronsprecher. Ja, stimmt. Das ist logisch. Er ist ja beim Film. Den könnte man ja, falls das Bild mal ausfällt, bei den Hauptakteuren, der sitzt ja schon so halbnackig da. Mhm. Oder ganz, ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es alles gar nicht wissen. So, machen wir den raus. Ja. So.